Moin Giorno und herzlich willkommen bei den 040 Barbecue Bros. Eine neue Folge. Heute machen wir Hot Wings. Also, oder wolltest du? Nö. Okay. Ich habe mich schon angelegt mit einer sibirischen Hauspaprika. Mhm. Mir brennt gleich das Gesicht. Ich habe, glaube ich, eine ganz gute Gesichtsfarbe. Es wird heute etwas schärfer. Du wolltest scharf. Ich wollte scharf und wir haben, Jan hat hier so 5, 6 verschiedene Sorten im Garten und wir haben Probe gekostet vom Strauch direkt. Aber nicht die gute. Jan kann es ab, ich habe dann doch eher ins Gras gebissen. Und Milch getrunken. Und Milch getrunken, ausgespült. Ja. Ja, genau. Nichtsdestotrotz Hot Wings. Also Chicken Wings im Rohzustand. Die werden wir gleich rubben mit wieder meinem selbst angemischten Magic Dust. Sehr gut. Zusätzlich dann halt, wie gesagt, noch 2 Chilis machen wir rein, weil im Chilis. Essen... Genau, da verteilt sich das gut, dann bin ich auch wieder mit im Game. Hoffentlich. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich denke schon, denn wir glazen das Ganze noch mit einer richtig guten Barbecue-Soße. Unsere Lieblingssoße. Ja, kann man ganz gut machen auf jeden Fall, finde ich auch top. Ja. Ja, dazu passt wie immer ein Bier. Heute haben wir ein kühles Weizen heute mal. Wir dachten, mit der Krone ist das ein bisschen besser, aber naja. Wir sabbeln einfach viel zu viel, sodass die Krone immer welche ist. Das ist halt, ja, unser Problem. Aber es schmeckt. Auf jeden Fall. Wir haben euch verarscht. Naturtrübe Apfelsaft. Mit Schaumkrone heute, extra nochmal ganz schnell umgerührt. Also, viel Spaß beim Video. Geht los. Wir starten mit dem Rubben der Chicken Wings. Und zwar nehme ich hier in meinem Fall mein selbst angemischtes Magic Dust. Ihr könnt halt auch jeden Rub nehmen, den ihr wollt. Entweder Trockenrub oder halt Flüssigrub, wie ihr halt wollt. Mega. Und dann nehme ich jetzt einen Handschuh. Schwuppdiwuppdiwupp. Falsch rum. Gib mir das nachher noch so wie Mo. Ja, 2 linke Hände. Genau. Und dann fangen wir mal an, das richtig schön einzurubben. Aber ich sehe, da kann noch ein kleiner Löffel rein. Das ist jetzt ungefähr 1 Kilo an Hähnchenschenkel, also diese kleinen Hähnchenflügel sind es ja eher. Und dann wird das einmal richtig schön eingerubbt. Und wenn ich fertig damit bin, dann sehen wir uns wieder. Wir haben jetzt die Chicken Wings, also die Hähnchenflügel, ein bisschen vorgerubbt, damit halt die schon mal ein bisschen dran schnuppern können. Jetzt holen wir die Chilis. Und zwar nehmen wir die hier. Das ist in unserem Fall eine sibirische Hauspaprika. Mhm. Schärfegrad 5. Brennt 2-mal. Mindestens. Diese kleinen Dinger haben richtig Feuer. Für mich ultra geil. So. Wichtig ist bei Chilis Handschuhe. Wenn es danach ins Auge geht, dann kann es tödlich enden. Für dich. Ich würde das ja aushalten. Genau. Das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Na sicher. So. Haben wir hier auch ein schönes asiatisches Hackebeil. Dann versuchen wir die richtig schön klein zu hacken. Mo sagt immer, dass er Schärfe verträgt, aber er verträgt keine. Weil wie gesagt, die hat nur Schärfe 5. Aber ich muss auch sagen, für Schärfe 5 ist die schon... Ist ey, komm. Die ist schon ordentlich. Und Schärfe 10 ist halt auch mit Grabstein und so. Das stimmt. Ja. So, jetzt kommt alles da rein. Schärfe 10 wäre dann das hier. Genau. Das ist nämlich die Trinidad Scorpion. Aua. Die zweitschärfste Chili der Welt. So. 2 Chilis drin.
und wir vermengen das Ganze noch mal schön. So, ich breite die jetzt alle noch mal ein bisschen aus. Überall ist ein bisschen Chili dran, damit Mo sich nachher auch freuen wird. Mhm. Übrigens habe ich mir die Hot Wings gewünscht. Genau. Selber schuld, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. So, gucken wir mal. Den kriegen wir hier noch hin. So. Jetzt machen wir es ganz einfach. Und zwar geben wir noch ein bisschen Rub drüber. Gewürzmischung. Und drücken das einfach nur noch mal so an. Wenn ihr gerne wissen wollt, wie ich den Rub gemacht habe, dann schreibt das doch einfach mal unten in die Kommentare. Und dann machen wir auch gerne mal ein Video darüber, wie wir den Magic Dust machen. Handschuh ist an. Wir haben den Grill jetzt einmal im Vorheizmodus, alle vier Brenner auf Volllast. Und kommt schon gut Dampf. Dann werden wir jetzt einmal die ganzen Chicken Wings indirekt legen. Wir haben hier nämlich noch mal so eine kleine Abtropfschale schon mal vorbereitet, damit uns nachher das ganze Fett und was weiß ich nicht da noch alles rauskommt, denn dementsprechend nicht direkt in den Grill tropft, sondern in die Schale. Und die haben wir mit Alufolie fertig gemacht. So. Und wie das schon knistert. Knusper, knusper, Knase, wir knacken am Hinwasen. So. Die ganzen werden, oder die Flügel werden wir jetzt circa 20 Minuten erstmal indirekt ziehen lassen. Der restliche Rub kommt weg, den brauchen wir nicht mehr. Und dann sehen wir uns in 20 Minuten wieder, wenn es zum Glazen geht. Schaut immer mal wieder nach. Bei uns qualmt das jetzt ein bisschen, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, der Grill ist gut vorgeheizt. Wir werden jetzt die mittleren Brenner runterregeln. Die äußeren Brenner auch ein Ticken runter auf 3/4 von ganz. Schaut auf jeden Fall, weil es ein Trockenrub ist, dass euch der nicht verbrennt. Wir werden jetzt einmal die Schenkel oder die Flügel sind es ja, alle wenden. Und dann geht die wilde Fahrt weiter. So, liebe Leute, jetzt kommt das Glazen. Barbecue-Soße. Pinsel, wir sind ja alles Maler und Lackierer. Und dann gibt es für jeden so einen schönen Klecks. Gar nicht so warm hier am Grill. Angenehm, ne? Ja, okay. Herrlich. So, und dann fangen wir an, die Jungs hier so ein bisschen einzupinseln. Erstmal von der einen Seite. Ihr müsst das jetzt nicht so extrem übertreiben mit der Soße. Also ist ja immer Geschmackssache. Aber die haben ja noch den Wrap-Up bekommen. Von daher haben die ja schon ganz gut Geschmack. Ein bisschen Hähnchen wollen wir ja auch noch schmecken. Ich muss aber sagen, dass die Wings hier, die Flügel, ganz schön fett sind. Also da ist richtig mal was dran. Ja, Leute, was soll ich sagen? Wir kriegen es einfach mit dem Ton nicht hin. Ja, kurz vor Ende ist uns der Empfänger ausgegangen und dementsprechend habe ich jetzt zwar Videomaterial und kein Ton. Ich werde euch trotzdem jetzt noch mal so ein paar Szenen einblenden, wie wir halt die fertig zubereitet haben nachher. Und uns ist es einfach nicht aufgefallen, dadurch, dass wir so im Fressrausch geraten sind. Und ey, die waren so lecker, die, oh, richtig geil, so schön mit der Barbecue-Soße und alles noch dazu, ne? Schön der Chili-Geschmack, also es war richtig lecker. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann macht es doch gerne mal nach.
Und schreibt uns mal, wie euch das gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao, eure 040 Barbecue Bros.